Herzlich willkommen hier bei We Love MMA. Bald ist es soweit. We Love MMA kommt zurück nach Hamburg in die Barclays Arena am 29. Oktober. Dort erwartet uns ein Titelkampf im Federgewicht. Einer der beiden Herausforderer ist Sultan Soleimani. Er ist heute zum Interview da. Sultan, grüß dich. Hallo, grüß dich zurück. Hier ist Soleimani. Ich freue mich sehr auf den Kampf, auf den Titelkampf. Ja, wirst du. Wie ist das für dich? Du hattest ja zuletzt bei Wheel of MMA 58 damals in Düsseldorf im Mai gekämpft, konntest diesen Kampf auch wirklich gut gewinnen. Jetzt kam der Anruf für den Titelkampf. Kam das für dich überraschend oder hast du auch ein bisschen damit gerechnet? Genau, ich habe gegen sehr einen guten, starken Gegner gekämpft, gegen Umar Kankanalstadt. Er ist ein sehr erfahrener, und sehr bekannter in Deutschland. Und ich habe den in erster Runde, in zweiter Minute einfach finished und dadurch habe ich endlich den Titelkampf bekommen, diese Chance, diese große Chance zu bekommen. Ich freue mich sehr auf den Titelkampf auf jeden Fall. Ja. War das auch dein Ziel, um den Gürtel zu kämpfen? Natürlich, das war mein Traum, irgendwann einen Titel zu kämpfen. Das war mein Ziel und jetzt habe ich mein Ziel, diese Chance zu bekommen und ich hole einfach den Titel nach Hause, nach Duisburg. Er ist ja quasi zum Greifen nah. Wie bereitest du dich aber auf diesen Kampf vor und sieht deine Vorbereitung diesmal anders aus als zum Beispiel bei deinem Kampf eben in Düsseldorf im Mai? Ganz anders. Also für diesen Kampf bereite ich mich richtig vor und seit 1,5 Monaten trainiere ich richtig hart, 2-mal am Tag, morgen früh, abends. Also ich bereite mich richtig vor für diesen Kampf und ja, ich habe mich einfach richtig vorbereitet. Ich fühle mich ganz gut, ich fühle mich richtig wohl, ich fühle mich richtig bereit für diesen Kampf. Genau. Hast du dir auch mit deinem Team vergangene Kämpfe deines Gegners angeschaut, damit ihr euch speziell auf ihn vorbereiten könnt? Habt ihr ihn analysiert oder haltet ihr allgemeine, relativ allgemeine, aber trotzdem sehr, sehr taffe Vorbereitung ab? Ja, ich kenne auch diese Gegner, beziehungsweise wir sind auch so ein bisschen, Freunde. Wir kennen uns so seit langem her und weiß ich ja halt, was der meistens macht, wo er seine Stärke ist, ob Stand oder Boden, das weiß ich ja auch. Wir haben ja auch genug trainiert und genug vorbereitet und ich lasse euch einfach überraschen, was dann passiert und so. Fällt dir das vielleicht sogar schwer, gegen jemanden zu kämpfen, den du auch respektierst? Ich meine, du sagst, ihr kennt euch, man respektiert sich ja wahrscheinlich auch. Fällt dir das dann schwerer, ich sag mal, jemandem ins Gesicht zu hauen, als wenn es jemand wäre, den du gar nicht kennst oder den du gar nicht magst? Das ist ja nur Kampf und nach Kampf, wir sind ja wieder Freunde. Erstmal ist er jetzt meine Gegner. Ich muss ja kämpfen, ich muss ja diese Chance nutzen, um den Titel nach Hause zu bringen. Und nach Kampf, wir respektieren gegenseitig und er ist mein Freund, bleibt mein Freund, aber er zumal ist meine Gegner und muss ich auch meine Gegner schlagen. Absolut, es ist ja nur ein sportlicher Wettbewerb, es ist ja nichts Persönliches, sondern ihr kämpft da um den vakanten Gürtel im Federgewicht. Genau. Und hast du auch in Bezug auf zum Beispiel deinem Gewicht etwas geändert? Dein letzter Kampf war ja in einer Gewichtsklasse weiter oben. Jetzt kämpfst du im Federgewicht um den Gürtel. Hast du dich in der Vorbereitung verändert, was vielleicht deine Ernährung angeht, deine Nutritions und so weiter? Ja, letztens habe ich erst spät diese Gegner bekommen. Ich hatte keine Chance, ich hatte keine Zeit, um Gewicht zu machen, 66 zu machen. Und deswegen für diesen Kampf wusste ich schon vorher und ich habe mich richtig auf Ernährung geachtet. Und so seit einem Monat bin ich am Diät. Ja, mache ich auch keine Sorge wegen Gewichten und so. Ich habe schon alles gemacht. Also ich mache mir keine Sorgen wegen Gewicht. Ich habe schon das Gewicht. Du sagst ja, du trainierst 2-mal am Tag. Hast du auch Tage, an denen du Pause machst? Ja, mache ich ja auch Pause, so Wochenende am meisten. Und muss ich ja auch 2-mal trainieren. Und muss ich auch unbedingt den Titel nach Hause bringen. Und dafür muss man hart trainieren. Absolut. Und wenn du sagst, du hast 2 Einheiten am Tag und das seit 1,5 Monaten, wie sieht dein Training außerhalb von dieser Phase aus? Das heißt, sagen wir mal, 8 Wochen vor einem Kampf beginnt deine richtige Wettkampfvorbereitung.
Wie trainierst du außerhalb von so einer Kampfvorbereitung? Wie sieht da so dein Alltag aus? Ich bin eigentlich immer, ich trainiere immer und ich bin immer vorbereitet für Kampf. Und ich bereite mich nicht richtig auf diesen bestimmten Kampf. Ich bin jeden Tag am Training, jeden Tag, auf jeden Fall nicht zweimal am Tag. Wenn ich weiß, ich habe Kampf, dann trainiere ich nur ein bisschen mehr, dann bereite mich richtig vor. Und vor allem, wenn ich weiß, im Titel, das ist eine große Chance und das ist ein großer Kampf. Und da mache ich mir noch, trainiere ich noch härter. Und das ist sehr wichtig. Früher, also ich bin immer bereit, ich trainiere immer und ich bin jeden Tag am Training. Alles klar, Sultan, vielen Dank für deine Zeit. Dein Fight sehen wir am 29.10. in der Barclays Arena in Hamburg. Und da würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Jo, ich freue mich auch sehr auf den Kampf. Danke, großer Dank an Villavemme, dass die mir eine Chance gegeben haben, um den Titel zu kämpfen. Fettgewicht 66 Kilo und gegen so einen starken Gegner freue ich mich sehr auf den Kampf und wir sehen uns dann am 29. in Hamburg.